Hi Laserfreaks, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. Ende August war ich im Urlaub in Bern und in Lothringen. Noch nicht mal für eine Woche, also 6 Tage waren es. Und da habe ich mir auch ein paar Bücher geholt. Insgesamt waren es 10 Stück, weil ich viel Zeit in Buchhandlungen verbracht habe. Vielleicht interessieren euch auch ein paar von den Titeln, die ich mitgebracht habe. Deswegen stelle ich sie euch hier kurz vor. Ich habe noch nicht drauf rumgeritten in diesem Kanal, dass ich Aikidoka bin. Und deswegen ist mir dieser Titel ins Auge gefallen, O Sensei. Das ist ein Comic, beziehungsweise eine Graphic Novel, französischsprachig, über den Begründer dieser japanischen Kampfkunst. Ich habe nur reingelesen, war für mich natürlich total klar, dass ich das auf jeden Fall mitnehmen und meiner Kampfkunstbibliothek einverleiben werde. Und da bin ich sehr, sehr gespannt und freue mich natürlich aufs Lesen. Dann habe ich mit einem Freund zusammen in Bern die unter anderem die Münstergast-Buchhandlung besucht. Das ist eine ganz kleine, feine Buchhandlung. Und da bin ich nicht umhin gekommen, dieses Buch mitzunehmen, auch obwohl ich gar nichts kaufen wollte. Der Kirschbaum meines Feindes. Die haben in dieser Buchhandlung sehr schön auch Länderschwerpunkte und ich habe eigentlich nach japanischen Büchern geguckt, aber da keins gefunden, das für mich passend war. Aber bei den Chinesen bin ich hier fündig geworden. Und das Reinlesen war unglaublich spannend. Also irgendwie geht es vermutlich um so eine Kriminalgeschichte, die aber erzählerisch sehr schön ausgeschlachtet wird und so ein paar ganz überraschende Twists wohl hat. Die Sprache hat mir sehr gut gefallen. Ich lese einfach mal kurz den Klappentext vor, weil viel kann ich über das Buch noch nicht sagen. In einem kleinen Café am Meer kommt es zu einer folgenschweren Begegnung. Herr Luo, ein erfolgreicher Geschäftsmann, will sich gerade einen Kaffee bestellen, als er den Besitzer sieht und erstarrt. Herr Luo ergreift die Flucht und versucht, sich das Leben zu nehmen. Kurz darauf betritt seine Tochter das Café, um herauszufinden, was ihren Vater dazu getrieben hat. Der Kaffeebesitzer beginnt zu erzählen von seiner wunderschönen Frau, die eines Nachts das Haus verließ und nie wiederkehrte, und von Herrn Luo, in dessen Garten sie einst einen prächtig blühenden Kirschbaum fotografierte. Das Buch heißt auch Der Kirschbaum meines Feindes und verspricht wirklich verdammt spannend zu werden. Dann, wer einmal in Bern ist, sollte unbedingt die Stauffacher Buchhandlung besuchen. Die gehört zu Orell Füssli und weiß nicht, wie groß die ist, aber hat 5 Etagen. Da gibt es alles und von allem alles. Wirklich sehr cooler Laden. Und da bin ich in der Fremdsprachenabteilung auf Amélie Nothomb gestoßen. Und weil mir im Urlaub klar geworden ist, dass mein Französisch bisschen übler eingerostet ist, als ich mir das gerne eingestehen würde. Immerhin ist das meine erste Fremdsprache gewesen in der Schule. Habe ich beschlossen, da was zu tun. Und da Nothomb auf BookTube viel empfohlen wird, dachte ich, könnte ein guter Einstieg sein, zumal das Buch nicht besonders dick ist. Ja, 150 Seiten. Pi mal Daumen. Und vielleicht fange ich damit an. Ich habe mir nämlich noch mehr französischsprachige Bücher geholt. Angestachelt durch einen Kamper Verlag, der sich die deutschsprachigen Werke gesichert hat und jetzt im Herbst mit den ersten Büchern rauskommt und noch im anderen Programm, habe ich gleich 6-mal zugeschlagen bei den Maigret-Romanen. Die Bücher von Georges Simenon sind, heißt immer so schön, sehr süffig geschrieben und mein Kollege Stefan Haug sagt immer, die kannst du an einem Nachmittag weglesen. Und weil ich glaube, dass eine Kriminalhandlung bei französischsprachigen Büchern oder bei fremdsprachlichen Büchern immer so ein bisschen hilft, einen durch das Buch durchzuziehen und am Ball zu bleiben, auch wenn man mal nicht so viel versteht, ist das, glaube ich, ein sehr guter Einstieg. Also das habe ich hier geholt. La Pipe de Maigret, L'Etoile du Nord, das ist ein für Schüler eigentlich, da sind glaube ich mehrere Texte drin. L'ami de Madame Maigret, ein dicker. Une Confidence de Maigret. Maigret s'amuse. Maigret et le client du samedi. Also viel Spannung. Ich hoffe, ich ziehe das auch wirklich durch. Es
Ich werde die nicht alle in einem Stück lesen, aber dann habe ich immer ein bisschen was im Bücherschrank. Und zu guter Letzt habe ich mir für schlappe 2 Euro dieses Buch hier geholt, Yukio Mushima Papillon. Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es geht, aber im Moment lese ich gerne japanische Autoren bzw. Autorinnen. Und da dachte ich, hey, ist eine gute Wahl. Mich würde interessieren, was ihr euch an fremdsprachigen Büchern oder Hörbüchern so zutraut und ob ihr Tipps habt, was man auf Französisch gut lesen kann. Vielleicht, wenn ich durch diesen Berg durch bin, ist es mal interessant für mich.